So ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für ein schönes Jurassic Park Video und ja, während dem ganzen Godzilla-Zeug jetzt eben wird nach und nach immer wieder mal ein bisschen mehr Jurassic Park und auch Jurassic World Content reingeschwemmt werden, aber ich meine, es ist natürlich vollkommen klar, dass aktuell eben Godzilla, gerade Godzilla X Kong oder Godzilla Kong, das aktuelle Thema ist. Aus diesem Grund ist auf dem Kanal hier aktuell auch sehr viel Godzilla vertreten. Aber ich lese mir auch die Kommentare durch und auch das, was ihr eben da reinschreibt. Und es wurde öfter jetzt mal gefragt, hier kannst du nicht da und dann nochmal was zu Jurassic Park machen oder auch zu Jurassic World. Was ist denn mit den Was-wäre-wenn-Stories? Und ja, kleiner Teaser, die nächste Was-wäre-wenn-Story, die jetzt kommen wird, also quasi das übernächste Jurassic-Video, wird ein Was-wäre-wenn der Indominus Rex in The Lost World Jurassic Park 2 mit dabei gewesen wäre. Das darauf folgende Was-wäre-wenn-Video wird dann endlich die Fortsetzung zu diesen beiden Videos hier. Die haben wir ja vor Ewigkeiten mal angefangen. Das Was-wäre-wenn der Spinosaurus im Jurassic Park gewesen wäre Szenario. Das haben wir dann irgendwann auch nochmal weitergesponnen und haben dann Was-wäre-wenn Dennis Nedry die Embryos zu Louis Dodgson gebracht hätte. Das haben wir dann eben auch noch damit eingeführt und jetzt wird es dann eben den dritten Teil dazu geben. Das einfach nur ganz kurz zur Info. Ebenfalls wird es in naher Zukunft auch ein paar mehr Shorts hier auf dem Kanal geben. Ich bin dann nämlich mit dabei, jetzt einfach das ein oder andere Thema, also so Themen, die man relativ zügig auch abarbeiten kann, eben nicht mehr in extrem lange Videos umzuwandeln, sind dann eben mehr in kleine Shorts. Und ich weiß, ein paar von euch mögen Shorts überhaupt nicht, deswegen könnt ihr aber auch einfach unter den YouTube-Einstellungen selber einstellen, ob ihr Shorts auf meinem Kanal sehen wollt oder nicht. Wenn ihr eben auf Nein klickt, dann seht ihr die Shorts eben auch einfach nicht. Und der Hintergrund dabei ist, dass in diesen Shorts in Zukunft eben auch ganze Videos von mir wesentlich komplexer und eben kleiner verarbeitet werden. So Sachen wie, warum konnte der Tyrannosaurus Rex hier einfach aus dem Gehege rauslaufen, obwohl da eigentlich später ein Riesenabgrund ist? Dem Thema habe ich ein Riesenvideo gewidmet, das kannst du im Endeffekt aber auch einfach in, ja, unter einer Minute kurz zusammenfassen. Das heißt, diese Themen werden nochmal von mir zusammengefasst. Wenn du also Bock hast, die ganzen Infos nochmal kurz zu erfahren, dann lass die Shorts auf jeden Fall aktiviert. Und wenn du halt sagst, nee, ey, Shorts mag ich halt gar nicht, dann mach sie auf jeden Fall aus, alles okay. Auf jeden Fall werden dann solche Themen auch in Zukunft ein bisschen mehr als Shorts kommen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema in diesem Video. Ich habe mehrfach die Frage bekommen, also eigentlich nur einmal, aber ich habe mir gedacht, die Frage will ich jetzt unbedingt mal beantworten. Tobi, wie kann das eigentlich sein, dass der Dilophosaurus in Jurassic Park 1 und in Jurassic World Dominion so klein ist, obwohl das Tier ja eigentlich wesentlich größer ist und sogar im offiziellen Buch Jurassic Park von Michael Crichton auch wesentlich größer dargestellt wurde? Oder eben beschrieben wurde. Und darauf gibt es eine ganz klare Antwort, die zum einen auch sehr genial ist und doch sehr simpel und wir quatschen da jetzt mal drüber. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Also lasst mich ganz kurz das Thema nochmal runterbrechen für diejenigen von euch, die vielleicht gar nicht wissen, was jetzt hier überhaupt die grobe Fragestellung ist. Wenn ihr nämlich nur die Filme Jurassic Park gesehen habt und euch vielleicht auch gar nicht so viel mit Dinosauriern beschäftigt, werdet ihr euch jetzt nämlich denken, der Dilophosaurus ist einfach der kleine Dino, den wir eben auch im Jurassic Park gesehen haben. Und das stimmt so allerdings nicht ganz. Denn das Tier ist natürlich auch in dieser kleinen Form verfügbar gewesen, allerdings eher in jungen Jahren. Laut dem Wissensstand von damals, wir gehen jetzt wirklich von der Zeit aus, in welchem der Film erschienen ist, 1993, wusste man bereits, dass das Tier um einiges größer wurde. Es wurden bereits Fossilien vom Dilophosaurus gefunden, zu diesem Zeitpunkt, die bis zu 7 Meter lang gewesen sind. Der Dilophosaurus in Jurassic Park 1 und auch in Jurassic World Dominion ist allerdings lediglich bis zu 3 Meter lang. Und ich sage hier ganz klar bis zu 3 Meter lang, denn es gibt verschiedene Angaben, aber die maximale Länge, die ich da jetzt gefunden habe, sind 3 Meter. Wir sehen ja auch im Film selber, dass das Tier noch nicht mal mehr so groß ist wie Dennis Nedry selber, also auch wesentlich kleiner als ein Velociraptor. Das Komische daran ist, dass allerdings im Buch, das glaube ich 83 erschienen ist, ich werde es hier mal ganz kurz einblenden, ob das auch wirklich stimmt, ich meine, es war auf jeden Fall in den 80ern. In diesem Buch war der Fakt bereits bekannt, dass das Tier um einiges größer wurde. Deswegen haben wir auch im Buch eine Szene mit Dennis Nedrys Tod, die ein bisschen anders dargestellt ist. Und auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Und da rede ich über den Tod von Dennis Nedry aus dem Buch. Der ist ein bisschen heftiger und auch das Tier ist hier halt, wie gesagt, bis zu 7 Meter lang und damit um einiges größer als Dennis Nedry auch selber oder eben auch als das Tier, das wir im Film sehen. Warum also hat man sich jetzt gedacht, okay, wir nehmen den kleinen Dilophosaurus, quasi eine kleine Variante davon, und zeigen die im ersten Jurassic Park Film? Und noch viel wichtiger, warum hat man dann in Jurassic World Dominion dasselbe eben nochmal gemacht? Warum haben wir jetzt nicht hier wenigstens die große Variante gesehen und eben wieder die kleine Variante? Sprechen wir über Jurassic Park. Denn hier ist die Antwort natürlich, Steven Spielberg ist einfach extrem genial. Spielberg selber war der Ansicht, dass der Dilophosaurus im Buch so gut funktionierte,
weil Michael Crichton das Tier, naja, sehr gut beschreiben konnte. Der Unterschied zwischen Buch und Film ist eben ganz klar, dass wenn du etwas in einem Buch gut beschreibst, sich die Person, die das Buch liest, die Szene selber vorstellen kann. Michael Crichton hat es also hier laut Spielberg selber geschafft, beim Zuschauer ein unfassbares Schaudern zu erwirken, eben gerade weil das Tier so monströs und so kraftvoll und so groß dargestellt wurde. Im Film allerdings hätte das Ganze nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen war Spielberg der Meinung, man hätte das Tier wesentlich kleiner gestalten sollen. Der Dilophosaurus wurde also in einer kleinen Variante gezeigt, weil Spielberg hier nicht davon ausgegangen ist, dass die Fans oder die Zuschauer im Film auch das Buch gelesen haben und sich in dem Augenblick denken, was für ein süßer kleiner Dinosaurier, der kann ja eigentlich gar nicht gefährlich werden. Und diesen Effekt haben wir auch später, wenn ein Dennis Nedry den Dilophosaurus dann mit einem Hund vergleicht und dann noch ein Stöckchen wirft und hofft, dass das Tier jetzt dem Stock hinterher rennt und dann noch irgendwas sagt von wegen, deswegen seid ihr ausgestorben oder kein Wunder, warum ihr ausgestorben seid. Und das Ganze soll beim Zuschauer einfach den Effekt bewirken, dass wir, naja, das Tier mehr belächeln, mehr süß finden und ach, guck mal, wie putzig und der sieht hier auch wirklich süß aus. Bis zu dem Augenblick, wo er auf einmal seinen mächtigen Kragen ausbreitet. Und das ist der Moment, in welchem Spielberg von der Verwandlung von einem süßen Tier zu einem Monster gesprochen hat. Ab hier soll eben der Monster-Effekt präsentiert werden. Das Tier öffnet den Kragen und spuckt dann auch diese Flüssigkeit aus, von der wir ja relativ am Anfang vom Film erfahren haben, dass die bis zur Lähmung führen kann. Also hier haben wir einfach Spielbergs komplette Genialität in einer einzelnen Szene gehabt. Wir als Zuschauer sollten das Tier einfach maßlos unterschätzen. Das war der Grund, warum der hier im Film so klein gewesen ist. Die Sache mit dem Kragen wurde, meine ich, auch erst im Film dazu gedichtet. Ich werde es hier ganz kurz nochmal einblenden, ob das stimmt. Im Buch aber, meine ich, hatte der nicht mal diesen Kragen gehabt. Und auch laut offiziellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hatte das Tier nie diesen Kragen gehabt. Diese Kragenechsenfunktion wurde auch nur für den Film mit dazu gedichtet, damit eben dieser Moment um einiges heftiger ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, es hat funktioniert. Die Szene ist mit Sicherheit unter den Top 3 der am meisten erinnerungswürdigen Szenen aus Jurassic Park. Warum aber hat man sich jetzt dazu entschieden, in Jurassic World Dominion nochmal dasselbe abzuziehen und eben nicht auf den großen Dilophosaurus zurückzugreifen? Und die Antwort hier wird vielen Jurassic World Dominion Fans nicht gefallen. Allerdings gibt es hier von Colin Trevorrow, unserem Lieblingsregisseur, eine Aussage zu dieser Szene, die ihr, glaube ich, sogar hören könnt, wenn ihr auf der 4K Blu-ray, auf der Extended Version zu Jurassic World Dominion die Kommentarfunktion anschaltet. Da hört ihr dann zu jeder Szene Kommentare von Produzenten, von Art-Designern oder eben auch von Colin Trevorrow selber. Und hier meint er, dass diese Szene an den ersten Jurassic Park Film erinnern sollte. Wer hätte es gedacht? Ja, ich werde dafür immer wieder kritisiert, wenn ich sage, dass Jurassic World Dominion einfach nur eine Aneinanderreihung an Member Berries ist. Aber es ist im Endeffekt einfach wirklich so. Der Grund, warum die Dilophosaurier eben hier genauso wieder aussehen wie in Jurassic Park 1 und den Signature-Shot machen, den man eben auch aus Jurassic Park 1 kennt, ist einfach der, dass wir uns hier denken sollten, ah, guck mal, das war doch in Jurassic Park 1 ganz cool, also wird es auch in Jurassic World Dominion ganz geil sein. Es ist ein bisschen Manipulation des Zuschauers, die aber einfach hier nicht funktioniert, weil die Tiere hier nicht diesen Auftritt haben, nicht dieses Monströse haben, weil kurz darauf einfach ein Owen das Tier auch dann erwürgt. Der Dilophosaurus stirbt hier übrigens nicht. Nee, er rennt dann später weg. Das sehen wir auch im Film. Allerdings nimmt das die Gefahr durch die Tiere eher ein bisschen raus. Lustiger Sidefact an der Seite. Spielberg wollte so eine Szene übrigens auch wieder in The Lost World Jurassic Park 2 mit einbauen und hat das sogar getan. Und zwar mit den Compies. Die Compies sollen eine Anleihung an den Dilophosaurus sein. Quasi dieselbe Idee. Wir haben einen kleinen Dino, der eigentlich sehr harmlos und ungefährlich rüberkommt, der dann aber auf einmal eine Riesengefahr wird. Beim Dilophosaurus war es eben der Kragen, der auf einmal aufgeploppt ist. Beim Compsognathus war es eben die schiere Anzahl der Compies gewesen, die dann schließlich auch einen Dieter Stark zu Tode gerichtet haben. Das ist auf jeden Fall die offizielle Antwort. Deswegen haben wir bis heute noch keinen großen Dilophosaurus in der Welt von Jurassic gesehen. Ich glaube allerdings schon, dass wir den irgendwann nochmal zu Gesicht bekommen werden, denn es bietet sich einfach irgendwie an. Jetzt haben wir wirklich schon zweimal dieselbe Szene gesehen, einmal in gut, einmal eben in schlecht. Dann reicht es eben auch damit. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir das eben nochmal zu Gesicht bekommen. Und wenn jetzt hier die Frage aufploppt, ja, aber Moment mal, im Spiel Jurassic World Aftermath sind die ja auch nur ganz klein. In Jurassic World Camp Cretaceous sehen wir auch nur die kleine Variante. Das sind alles wirklich Member Berries. So sehr ich auch die Animationsserie liebe, man nimmt den kleinen Dilophosaurus immer wieder, um diese eine Szene irgendwie, oder um auf diese eine Szene irgendwie zurück anzuspielen. Möglicherweise erfahren wir auch in eines Tages noch, dass der Dilophosaurus aufgrund des Amalgam-Testings nicht wachsen kann, weil in dem Tier eben noch eine Kragenechse drin steckt und aufgrund der kleinen Größe dieser Kragenechse
kann der Dilophosaurus auch nicht weiter wachsen. Das könnte irgendwie noch sein. Bisher ist das aber eben nicht offiziell. Das wäre jetzt einfach nur mein Gusto, den ich an euch weitergeben wollen würde. Das wäre eine Möglichkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Thema Jurassic gefällt euch auch, wenn es jetzt wieder ein bisschen zurückkommt. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr noch ein paar Fragen zu Jurassic Park oder eben auch Jurassic World habt, kann ich mal schauen, ob ich die beantworten kann. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.